Hallo meine Lieben, hier ist Marion von Marions Kreativland. Ja, was soll ich sagen? Ich habe meine Pakete abgeschickt, die für die Gewinner. Ich hatte ja meine Verlosung, das habe ich abgeschickt und habe dann gestern mal angefangen zu basteln. Die Bastelarbeiten zeige ich euch gleich. Und wollte eigentlich ein Bastelvideo für euch drehen. Das muss aber jetzt warten, weil heute erreicht mich hier ein Tauschpäckchen von der lieben Claudia. Und das habe ich jetzt gerade aufgeschnitten. Und da ist alles einzeln eingepackt. Und ich freue mich mega. Ich bin mega aufgeregt und würde das jetzt erstmal mit euch auspacken. Und dann zeige ich euch meine Bastelarbeiten und morgen kommt das Video. Und wenn ihr Lust dazu habt zu sehen, was die liebe Claudia mir geschickt hat, dann bleibt bitte dran. Ich nehme das mal runter, weil sonst passt das nicht alles. So, ich stelle das auch mal ein bisschen runter, weil es ist schon ziemlich groß und ziemlich schwer. Claudia, ich bin mega aufgeregt und ich freue mich. Du hattest ja was gesagt, aber dass das so was ist, hätte ich ehrlich nicht gedacht. Ja, da habe ich einmal hier ein Briefchen von der Lieben. Das packe ich gleich aus. Oder ist da noch ein Kärtchen drin? Vielleicht eine schöne gebastelte Karte. Dann schauen wir uns die natürlich auch gemeinsam an. Oh ja, hat sie eine. Ach, wie süß. Schaut mal, das Monster hier. Hat sie die nicht toll gestaltet? Ach, sehr, sehr, sehr schön. Ja, das ist dann für mich. Das lese ich gleich für mich. Dann hat sie hier so ein kleines Päckchen gemacht. Ich drehe euch das immer um. Mit einer kleinen Eule. Ich gehe mal von aus, dass das auch hier dran hing. Lach jetzt lose. Wie schön. Ach, ein Kugelschreiber, den kann man ja immer gebrauchen. Der ist ja süß. Ah, eine schöne Maske. Ja, toll. Wassermelonenmaske. Süß. Einen hübschen Tag. Superschön. Dann noch, ach, hier, wie süß. Ja, ich glaube, die passt so ein bisschen zu meinem T-Shirt. Ich mache mal einmal so, damit ihr nur mein T-Shirt sehen könnt. Ich habe da auch so kleine Möpskes drauf. Seht ihr? Passt dazu. Hab zwar keine Möpse, aber passt dazu. Hunderasse finde ich auch süß, habe ich aber nicht. Das ist auch eine Gesichtsmaske. Sehr schön. Und die Tüte hier hat sie selber gemacht. Das ist ja auch mal eine schöne Idee. Super schön. Packe ich mal eben zur Seite. Das packe ich nachher alles ordentlich wieder da rein, wo es hingehört. Ich möchte jetzt nur nicht so viel eure Zeit verschwenden. Ach, hier kommt noch was. Das war bestimmt da rausgefallen. Oh, hier so ein Lutscher, wie süß. Ja, merke ich, klebt auch. War auch wo dran. Sehr schön. Augenmasken. Ja, toll, die kann man ja immer gebrauchen. Bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ne? Und da passt das schon. Super, super, super. Jetzt geht es ans Auspacken. Ich packe so gerne Geschenke aus. Vor allem, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was da drinne sein könnte. Sorry, ich muss kaputt machen, liebe Claudia. Ach, ein Vintage-Päckchen. Wie schön. Auch selbst gemacht, ja. Fantastisch. Ach, guck mal, so kleine, schöne. So, schaut mal. Schmetterling und so Vintage-Teile. Kann man immer gebrauchen. Super, auch oh, wie süß. Schöne kleine Anhänger mit Bärchen. Und der ist aber auch süß. Und? Ach, kleine Sicherheitsnadeln, die sind ja auch mega. Schaut mal, ganz kleine, süße Sicherheitsnadeln. Sehr schön. Ah, da freue ich mich. Oh. Ich freue mich. Nehmen wir mal das nächste. Wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich das hier kaputt mache. Ich bin ja eigentlich vorsichtig, aber ich bin auch mega aufgeregt. Ach, eine Wackeleule. Ja, habe ich auch für Weihnachten sowas.
so Wackelteile, ne? Mit Solar finde ich mega süß. Da habe ich am Fenster, ich habe auch in der Küche einmal so ein kleines Fensterbrett. Da passt eigentlich gar nichts drauf, also nicht viel drauf. Und dann bin ich immer froh, wenn ich so kleine Sachen habe, die da drauf passen. Sehr schön. Dann hier. Ein bisschen Kitsch muss sein, schreibt sie, was süß. Auch wieder ein Eulchen drauf. Ja, das ist doch kein Kitsch, ne? Das ist ja toll. Und habe ich noch gar nicht. Ich habe so viele von diesen Teilen, wirklich große. Das sind ja kleine für meine Wackelkarten. Ach, schön. Und die Farben, herrlich. Hier habe ich auch noch nicht. Also, dass du da noch was getroffen hast, was ich nicht habe, finde ich super schön. So, dann haben wir hier auch, hier schreibt sie auch, Krimskramkiste. Oh, und was für eine süße Krimskramkiste. Ach, du bist ja verrückt, die ist aber so, so schön. Wahnsinn. Ach, und da ist auch noch gefüllt, Claudia. Ein Lama-Stempel. Oh, oh, guck mal. Den habe ich, also was habe ich auch noch nicht. Da helle, schöne Blümchen mit Glitzer. Ach, mega Schlüsselanhänger. Ich habe so ja diesen Kolben da, diesen Brennkolben, den habe ich überhaupt noch nie ausprobiert. Wollte ich mir eigentlich immer schon gekauft haben. Dankeschön, liebe Claudia. Ah, dieses Flaschenlicht von unten habe ich auch noch nicht. Ich habe ja nur diese von oben. So, toll. Oh, Herzbreads, wie süß. Ach, die sind auch süß. So schön. Pilzchen. Ja, auch Klammern mit Autos, mit Merry Christmas. Filzblümchen mit Knopf. Ah, da kommt das Flasche. Oh, und schöne Holzteile. Füchschen, Eulchen, was wir vorne drauf gesehen haben, auf die Karte. Schön, ich freue mich mega. Nochmal schöne Brads, schöne Farben, so ein bisschen in Glitzer. Dann mit Perlchen drauf. Und das Flaschenlicht, wo ich von sprach, kann ich auch immer gebrauchen. Ich mag die, ich liebe die. Sehr schön. Da freue ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen schneller rein, damit wir auch ein bisschen mega, mega Kiste. Dann haben wir. Oh. Aha, Organza-Stoff. Toll. Sehr schön. Auch toll. Dann haben wir hier. Super schöne Stempel. Wow, toll, 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 toll. Schaut mal. Die. Und das sind, glaube ich, die, die ich beim Action ja nicht mehr bekomme. Super, sehr schön. Ach, ich freue mich. Ich freue mich und weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Ja, und dass du das so alles so lieb eingepackt hast, das freut mich auch. Ich finde ja schön, wenn man so tolle Sachen hier, die Einfälle, wenn man so selber macht, ne? Mega schön. Und das hat sie laminiert, diesen Umschlag. Herrlich. Richtig toll. Und auch so toll meine Farben. Schön. Ah, da hat sie mir ein paar schöne Kärtchen gemacht. Super schön. Oh ja, so als Kartenhintergrund, also als Aufleger. Schön.
Oh, und ich freue mich so mega, dass ich das alles noch nicht habe, was sie mir geschickt hat. Fantastisch. Super, super schöne Aufleger. Toll. Und der Umschlag ist der Hammer. Ganz toll und dann laminiert. Herrlich. Wow, wow. Ist das schön. Ich zeige euch das jetzt erstmal so. Herrlich. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das aufbekomme, nicht, dass ich da was kaputt mache. Ah ja, so. Ach, Claudia, ist das schön. Kriege mich gar nicht mehr ein. Tut mir leid, ihr Lieben, aber das ist echt, boah, das ist echt super, super schön. Ich bin bis heute noch nicht dazu gekommen, außer dieses kleine Album, was ich euch gezeigt habe, da letzte Mal mit den neuen Stanzen, bin ich noch nicht dazu gekommen, mir also ein großes Album zu machen. Schön. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich jetzt eins geschenkt bekommen habe. Schön mit diesem kleinen. Und die Idee mit Butterbrotsbeutel ist ja auch mal schön. Auch so dazwischen, dass man da vielleicht auch was reinschreiben kann. Nicht nur so. Wieder so ein kleiner Tick. Mega schön. Echt toll, das ist richtig, richtig toll. Und hier hinten auch noch eins. Wunderbar, wunderschön. So war es, glaube ich, jawohl. Ich habe das System verstanden. Schön. Weiter geht's. Noch lange, lange, lange nicht fertig, ihr Lieben. Ich hoffe, ich strapaziere euch nicht. Ich hoffe, ihr seid genauso neugierig und aufgeregt wie ich. Ach, kann man auch immer gebrauchen. Kleber, ja, braucht man immer. Supi. Supi, supi, supi. Ach, auch schön. Die habe ich auch überhaupt noch keins von. Super schön. Glitzerpulver und so Glitzerteile. Schön, habe ich auch. Kann man ja, oder benutzt man ja auch ganz, ganz, ganz viel von, ne? Da kann man für Karten und so, da braucht man immer wieder. Jetzt habe ich mal direkt zwei hier rausgeklaut. Oh, Stanzteile hat sie mir gemacht. Wie süß. Oh, ja, Claudia, ich glaube, du hoffst doch jetzt nicht, dass ich die kolorieren kann. Ich habe ja letztes Mal koloriert, aber mit diesen Verbindungen da, dass die übereinander laufen, das klappt bei mir noch nicht wirklich gut. Schauen, was sie mir da reingepackt hat, ne? Kleine Pinguinchen. Oh. Häschen mit Schal. Füchschen mit Schal. Ja, wenn ich die mal ausmalen kann. Wenn ich die ausmalen kann. Ach, die sind ja, aber die muss man ja ausmalen. Die sind ja so von entzückend. Schon. Hoppala. Füchschen wieder. Einmal so ein Häschen. Super süß. Super süß.
Da kann ich ja Winter-Weihnachtskarten basteln. Ich da dann ausmale und die draufsetze auf die Karten. Sehr schön. Boah, wunderbar. Man auch immer super gebrauchen, die Knöpfe. Oh, und auch so viele verschiedene. Von klein bis groß, von auch ganz klein. Sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich so. Was Eckiges. Etwas für dich hat es auch gebastelt. Wie schön. Na, gehst du auf? Ah, da hat es einen Klettverschluss dran gemacht. Und das ist ein Kerzchen. Ach, wie süß. Oh, wie lecker ist das? Waldbeeren. Oh, schön. Für mich. Weiter geht's. Ach, oh, wie schön. So schönes Papier hat sie mir geschickt. Kann man ja auch immer gebrauchen, ne? Und dann noch so tolle Motive. Super, super schön. Dann hier das. Ach, wie süß. Tässchen, kleine Tässchen. Oh. Kleine Parfümflaschen, wie süß. Dann einmal das. Ja, jetzt muss ich ja Tatsache sagen, den habe ich, aber da habe ich schon viel von benutzt, weil ich die so toll finde. Habe ich nicht. Auch sehr schön. Ich habe ja auch welche, wo die Farben so ineinander sich treffen. Finde ich nicht so schön, aber da bleibt das hier, die Farbe immer. Nur diese da. Sehr schön, sehr schön. Hier ist dann, ach, kann man ja immer gebrauchen, ne? Einfarbige braucht man auch. Ich habe die letztens wie Hulle gesucht, weil ich die brauchte. Mega. Ja, jetzt lasse ich die mal hier vorne so ein bisschen liegen, weil mein Schreibtisch ist wieder voll, weil die ganze Bastelkram von gestern noch hier liegt. Das steht hier. Ach, von meiner Fellnase. Für deine Fellnase. Ach, da denkt ihr auch an meine Hündchen. Das ist aber auch sehr, sehr, sehr lieb. Ah, ja, lecker Kekse. Mini-Sandwich. Super. Ja, da werden sich meine Jungs aber freuen. Da freuen. Und dann so einen großen, schweren Sack. Super schön. Prima. Danke, dass du auch an meine Hühnchen gedacht hast, meine Liebe. Nee, jetzt tue ich das doch mal weg, weil es wird jetzt wieder größer, ihr Lieben. Ups, ups. Kartenrohlinge. Tolle Idee. Weiß und dieses für die Vintage. Super schön. Und so tolle. Aber, oh, wie klasse ist das denn? Oh, die sind aber auch schön feste. Da kann man aber toll was von machen. Alles für mich, alles für mich. Ich freue mich, ich freue mich.
Tropfentröpfchen. Glitzersteinchen. Mega schön. Hier so grün war ich eigentlich immer nicht so, dass ich mir das gekauft habe. Aber die so in Regenbogen sind ja sehr, 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 sehr schön. Hier genauso sehen orange aus. Wenn man sie kippt, sind die pink. Ja, pink geht ja sowieso immer. Hier auch so niedlich wie für so Mädchenkarten. 3D-Sticker finde ich sowieso generell super schön. Ananas, jetzt wieder die Cocktailzeit kommt, kann man da schön was mit basteln. Sehr schön. Und hier unten hat sie mir. Ach, da sind die Monster, das ist ja süß. Was steht da drauf? Stempelabdrücke sind nicht wasserfest. Okay. Dann schauen wir doch mal uns die Abdrücke. Ei, diese. Ach, die ist aber süß. Die kleine, das Bienenmädchen. Das ist ja die Süße, den ich hier vorne drauf habe. Und jetzt habe ich überhaupt erst mal gelesen, vorhin, dass das, ich habe das mal gehört oder gesehen, so Stempel, so in Dialekt hier, wie ich bin gerührt wie Apfelmus. Finde ich klasse. Also wenn man dann da aus dem Bundesland kommt, da wo das gesprochen, finde ich toll. Habe ich mal gesehen, fand ich auch klasse. Aber wie gesagt, für mich ist das, ich komme ja jetzt nicht daher, aber ich finde es sehr schön, wenn man mir sowas gibt und schenkt. Schön, ach die Mädels hier, ich drehe die mal rum. Guck mal, Jungs, Mädels. Ich drehe es mal rum. Sind die nicht schön? Auch toll. Ja, da brauche ich ja nur ausschneiden, ausmalen und dann habe ich ja was für meine Kärtchen. Das ist aber toll gestempelt. Richtig toll. Ach, große, schön. Schlitten, Schneemann. Hier seht ihr das besser. Und die nicht schief. Super schön. Und hier auch mit Schirmchen und. Ich freue mich echt. Oh, die sind auch süß. Oh, die auf einer Karte. Und dann, oh, ich hoffe, ich lerne das Kolorieren noch so richtig. Sehr, sehr, sehr schön. Ach, Claudia, du bist verrückt, aber herzallerliebst. Ich freue mich wirklich riesig über dein Tauschpaket. Ich weiß gar nicht, wie ich da mithalten soll, kann. Also mega tolle Sachen. Und wie ich gesagt habe, du hast es geschafft, mir Sachen zu schicken, die ich Tatsache nicht habe. Also die ich vielleicht habe, bis auf den einen Block, den ich aber trotzdem immer brauche. Aber die Washi-Tapes und die Sticker und das, was ich nicht habe, ist schon phänomenal. Genau wie die... hier so in grün, wo ich gar nicht so immer in so im Kaufen immer, ich habe immer pink, rosa, das spricht, aber sehr schön, super, super schön. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, liebe Claudia. Dein Paket kommt nächste Woche. Ich bin immer noch überwältigt, wirklich. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überleiten soll zu meinen gebastelten Sachen. Weil ich bin echt geflasht. Ganz, ganz lieben Dank. Jetzt zeige ich euch trotzdem meine gebastelte Werke. Sorry, ihr Lieben. So, und zwar habe ich einmal zum Muttertag eine Karte gebastelt. Also vielmehr zwei. Die habe ich. Das ist. Und hier drinnen habe ich dann nochmal gestempelt. Habe ich dann alles Liebe zum Muttertag. Danke, dass du immer für mich da bist. Und passend dazu habe ich dieses Herz gebastelt. Da kommt dann ein kleines Pralinchen rein. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Habe ich mit dem gleichen, weil das dazu passen sollte, Schmetterling gemacht und habe geschrieben von Herzen. Dieses Set habe ich gebastelt. Und diese Karte habe ich gebastelt. Da steht drauf für dich.
Dann kann man das hier rausziehen. Und da steht, hab dich lieb. Die habe ich auch gebastelt. Ja, und ich wollte gerne, wie gesagt, mit euch eine zusammenbasteln. Aber das Paket hatte jetzt Vorrang, weil ich mich wirklich so ich war so aufgeregt und ich habe mich so gefreut, dass ich gedacht habe, nee, das tauschte jetzt. Also da kommt dann morgen das Bastelvideo und ich zeige euch muss euch unbedingt zeigen, was ich bekommen habe. Ja, meine Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Falls ihr die Glocke von mir noch nicht geklickt habt als Abonnenten, wäre das schön, wenn ihr das machen würdet. Dann verpasst ihr auch kein Video. Selbst wenn euch das eine oder andere Video vielleicht nicht gefällt oder nicht interessiert, dann könnt ihr hier natürlich abschalten. Ist ja gar keine Frage. Aber so wisst ihr immer ganz genau, aha, Marion hat ein Video angestellt. Und ja, ich grüße alle meine lieben Abonnenten von hier. Ich freue mich mega. Ich freue mich, dass es immer mehr werden. Und meine treuen Abonnenten, die immer noch da sind und mir zuschauen und mir auch immer schreiben, wie gern sie meine Videos anschauen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und vielen Dank für alle, die dazukommen. Freue ich mich auch riesig drüber. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Könnte ich auch morgen sagen, aber vielleicht kann ja morgen einer nicht gucken. Und bleibt gesund, haltet Abstand, zieht eure Masken auf. Müssen wir ja leider im Moment, ne? Und ja, ich glaube, ist alles gesagt. Schreibt mir vielleicht in den Kommentaren noch, ob euch mein Gebasteltes gefallen hat. Ja, Paket war ja sowieso mega, keine Frage. Ja, und dann wünsche ich euch noch was. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss.